Bügeleisen. Ja, natürlich. Auch in der Nachkriegszeit braucht man gebügelte Wäsche. Ich wollte eigentlich was so typisch eh. Ist ja irgendwo über mir. Dich kriege ich mir das Schrot nicht. Aber dich kriege ich mir das Schrot. Kam mir da auf einmal eine Rakete ins Gesicht geflogen, ey. Boah. So, Security. Den Turm können wir auch gleich aktivieren. Roboter-Rüstteil. Super. Kannst du mir den mal zeigen? Nehme ich mit. Hier. Ja, ich kämpfe. Ja, habe ich vor. Block D haben wir erledigt. Jetzt müssen wir noch Zellen Block C finden. C, 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 C. Ah, da war ich ja schon. Wo ist er denn? Lass mir denken, wo der sich rumkreucht und fleucht. Ja. Ich wusste nicht, dass ich so viel aufmachen kann. Jetzt den anderen Zellenblock. Der ist irgendwo in die Richtung anscheinend. Das Terminal. Da ist ein Ausgang. Den markierst du mir gerade sogar mal nicht. Hier unten. Noch nie im Leben in dem Zellenblock B schon. Schon nice. Ah, scheiße. Minigun, nö. Jo, Waffe nehme ich. Und da machen wir natürlich auch auf. Wie oft will denn das Ding noch auslösen? So, irgendwo in die Richtung. Hier links. Ah. Das war jetzt nicht so schwer. Zack. Gib den Anstandsleiter die Autorisierungscode. Also nochmal raus, nochmal rum und dann nochmal darauf. Okay. Hey, hey, hey. Ich muss pipi. Ich muss gleich mal ein Päuschen machen. Und Waffe wechseln außen. Schrot bringt uns außerhalb außen relativ wenig. Bitte. Das kann ich.
Okay, ist ja noch keine da. Ich verpiss mich. Doch, sind da. Ich habe mich aber nicht gesehen und ignorieren mich. Weil hier auf der Waffe wird die Munition auch schon wieder knapp. So, einmal zum Anstaltsleiter. Hier rum. Hier sind keine Supermutanten. Einmal hierher. Ach, vielleicht habe ich auch einen übersehen vorhin. Ey, wir können übrigens echt ein großes Häuschen bauen. Yay! Mal auf. Level 20 ist mir egal. Zwangsjacke. Jupp, weg damit. Level 20 ist mir egal. Egal. Ist mir egal. Egal. So, okay. Dann sind wir hier soweit fertig. Mit dem Knast und mit der Mission. Denke ich. Ich denke, jetzt ist da nichts mehr. Warum das ungeleuchtet hat, weiß ich nicht. Aber wir haben die Mission, wir haben den Abschluss bekommen oder die Abschlüsse. Dann würde ich mal kurz einen Sprung nach in die Heimat machen. Jetzt steh mal bitte auf. Steh mal bitte auf, Katze. Steh mal bitte auf. Hopp. Na, hopp. Ja. Ja, du hast so schön in meinem Schoß geschlafen. Du bist jetzt erstmal verpeilt. Ich muss nicht Pipi. Ich muss Pipi. Ich muss Pipi. Pipi, Pipi, Pipi. Ganz dringend Pipi. Die Strafanstalt der östlichen Region ist dringend auf Unterstützung angewiesen. Als Leiter rufe ich alle bewaffneten Bürger auf, uns Hilfe zu leisten. Ein Informant hat mir mitgeteilt, dass ein Versuch bevorsteht. So, ich werde jetzt mal kurz Pipi machen, nämlich. Und dann werde ich mal schauen, was wir noch an Missionchen denn haben. Wo wir denn noch ein bisschen hin müssen und so Zeug. Jetzt haben wir das Eck da oben, glaube ich, soweit relativ gut abgegrast. Ich bitte Sie um Hilfe bei der Abwehr dieses Angriffs. Die Hütte am See wird angegriffen. Ich empfehle dringend, dass Sie eine erhöhte Position einnehmen. Ich muss pinkeln! Ich kann gerade nicht! Ich muss echt pinkeln! Warum jetzt hat? Gerade jetzt! Ich mach mich gleich nass! Ich wollte die Mission fertig machen. Ich habe extra schon zusammengekloppt. Mist. Kann ich mich nicht einfach herstellen und nichts tun? Wie abgeschlossen. Wird's Blei, das ist gut. Schieße ich den gerade hin? Ich muss halt echt gerade hart pinkeln. Ja gut, jetzt
die Machete wollte ich jetzt eigentlich nicht mitnehmen. Wenn ich jetzt pinkeln gehe, ich sag euch, ich kehr gerade das Bad raus. Ich muss weg. Ich bleibe jetzt einfach mal hier stehen. Wird schon nichts passieren. Und so. Ich habe vergessen, die Aufnahme zu starten. So. Wir gehen jetzt einfach mal da ganz entspannt her. Handeln. Handel, Handel, Handel. Ich habe auf R gedrückt für Handeln. Danke. Wir wollen jetzt erstmal verkaufen. Also, es sind sehr viele Redaways. Ich will jetzt einfach mal 20 verkaufen. Ja. Sind jetzt verfügbar. Und da würde ich auch mal 13 verkaufen. Dass so eine Meldung kommt, ist sehr schön. Ist sehr schön. Baseballgranate weg. Kryo. Nein, 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 nicht Schwert von Bassett. Kryo weg. Molly weg. Weil ich 50 Splittergranaten habe. Deswegen man kann die endlich verkaufen. Das ist nice. Und das Geräusch gefällt mir irgendwie da. So Splitterding weg. Jo. Das ist schön, weil die Dinger. Leuchtendes Blut. Mais. Maissuppe. Warte mal, ich tue die Maus mal weg. Melonenblüte. Mauerbesorten haben und die zwei hebe ich mal auf. Luca Quantum. Nein. Wollte ich aufheben. Red X. Red X verdünnt. Ich nehme das Zeug eh nie. Red Away verdünnt. Skill Kaugummi Traube, Stimpak super. Stimpak verdünnt. Wenn, dann nehme ich ein richtiges Stimpak. Ja, das ist schön, dass du damit autorisiert bist. Das ist ja echt nice. Du verkaufst die T51. Mhm. Berghonig. Haben wir schon mal gesammelt für eine Mission? Zum Handel mit Vorräten. Bauplan. Bauplan 10 mm. Ich kann die zum Beispiel gar nicht selbst bauen, aber ich habe eine, aber ich werde mir keine mehr bauen. Lass uns das mal durchgucken. Lagerhaus-Set. Schlagen Sie jetzt zu, solange der Vorrat reicht. Kaufe ich mir jetzt mal. Spitzhacke. Zelt, keine Ahnung. Alemann-Codes. Weg. Kann nicht gehandelt werden. Weg. Kann nicht gehandelt werden. Das sind alles so Tagebuchseiten oder was? Kann alles nicht gehandelt werden. Oh, hat keinen Wert. Okay, das ist aber schön, dass das so ist. Schrott. Gummi? Federn brauche ich eigentlich gerade alles nicht. Bierflasche. Die brauchen wir auf jeden Fall. Okay, ja, Munition vielleicht auch nochmal. Hast du keine? Schade. Hilfsmittel. Bauplan Code. Munition und andere Vorräte sind hier verfügbar. Müsste doch unter Notizen sein. Genau. Bauplan bekannt. Lagerhaus-Set, Leichtmetallbeine, Summklinge für Mr. Handy, okay. Cool. Silo-Codes. Okay. Ich habe gerade einige Baupläne freigeschaltet, das ist cool. Ich bin in der Power-Rüstung, ich wollte gerade in die Power-Rüstung einsteigen. So, Overcar. Cry Alien. Was ist da los? Was ist denn da los, Alter? Metallrüstung und so. Auch freigeschaltet. Was ist denn da los? Guck mal, wie viele Spieler hier rumstehen. Und unten ist da. Und bei der Einschlagszone ist keiner. Okay. Auch fast ein bisschen verwundert.
Okay, wo müssen wir denn für Missionen hin? Wir müssen einmal hier hin. Wir müssen einmal das hier machen. Und einmal müssen wir hier den Spind öffnen. Den Spind mache ich jetzt gleich mal. Dann ist er nämlich weg. Die Mission, hoffe ich. Also, dass wir noch 100 Millionen weitere Spinde öffnen. Oder öffnen müssen. Weil wir haben schon einige geöffnet. Schon einige. Bum, bum, bum. Täglich. Oh Mann. Ich mag, will du keine täglichen jetzt schon wieder machen. Wo bin ich jetzt? Ich bin hier. Das ist hier drin. Ich will mal nicht die ganzen Dailies machen. Hi. Oh, cool. Missionskern nehme ich. Ausrüstungsausgabe. Hi. Meinst, wo ist hier so der Spind sein? Wo ist denn hier ein Spind? Also mal ehrlich, wo ist hier ein Spind? Feuerteufel, Tipp des Tages. Vermeidet Bergwerkslüftungsbereiche ohne die entsprechenden Atemschutz. Ah, Spind gefunden. Nice. So, jetzt haben wir das auch. Wo ist die nächste Mission? Da will ich nicht mehr hin. Oder da? Wir haben hier noch den Whitespring. Whitespring sind wir an sich sehr geflüchtet gewesen. Ich wollte ja eigentlich mal hier die Straße entlang laufen, denke ich, wenn ich mich nicht täusche. Wenn ich mich nicht echt täusche. Ich habe wieder eine Markierung gesetzt. Weil wir müssen ja auch noch hierher. Hier oben sind wir jetzt, soweit ich es weiß, fertig. Wir müssen hierher, hierher, EMP. Hierher. Hier waren wir aber auch schon. Hier hinten auch schon. Wir waren eigentlich schon in einigen Orten. Ich würde jetzt mal zum Bürgerdenkmal gehen. Ja, und da einfach mal den Highway entlang laufen. Ich glaube, das sind wir aber schon mal. Ich weiß es aber nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr, es ist schon zu lange her und ich werde alt. Man sieht es an den Geheimratsecken. Ich will mir übrigens mal die Haare ein bisschen länger wachsen lassen, das ist jetzt mein Ziel. Längere Haare und aber ein bisschen Frisur wieder reinzukriegen, dass man vielleicht mit den Geheimratsecken nicht so ausblickt. Dass ich so alt werde, bitte lass da kein so Ding sein, ich mag das jetzt nicht. War das nicht da, wo so eine blöde Bestie mir das Leben zur Hölle gemacht hat? Ne, das war weiter hinten schon. Ich habe nämlich gerade keine Lust auf eine Bestie. So, gucken wir mal kurz in die Richtung. Hier haben wir alles erkundet. Hier haben wir das alles erkundet. Wir laufen einfach mal weiter. Schauen wir, dass wir mal Gas geben dabei. Ja gut, hier ist eh schon Whitespring da. Whitespring kenne ich. Whitespring war ich schon viel. Dann gehen wir in Whitespring rein und schauen, dass wir die Golferkugel mit machen. Die irgendwo hier sind und diesen Bunker will ich mir anschauen, beziehungsweise will ich mir Whitespring mal anschauen, weil hier ist mal keine Atombombe und das muss ich jetzt echt mal nutzen, wenn hier keine Atombombe ist. Normalerweise ist da oben immer irgendwo da oben, doch da oben hier immer irgendwie Dauer-Atombombe. Hi, ist hier was? Hinten ist der Eingang. Wenn ich mir Whitespring so anschaue. Ist Whitespring eigentlich echt schön hier noch? So mit Grün und alles. So echt, echt schön hier noch. Ach. Ich glaube, das ist jetzt der einzige Flecken Erde, wo ich gesehen habe, wo so richtig schön grünt. Entweder wegen den Rob. Warum habe ich hier aufgebrochen? Hier ist nichts. Oh, cool. Ich kann auf die... Ich hab wirklich nichts. Verbrannter wilder Ghoul. Level 62. Gefühlt kein Schaden. Kaum Schaden machen. Machend. Gefühlt nicht treffend.
Irgendwo sollen hier Golferkuhle sein. Die ist. Aber auch das Wasser schaut hier sauber aus. Schaut euch das mal an. Wie das hier ausschaut. Richtig schön und aufgeräumt. Es ist doch. Ich sehe hier zwei Symbole. Die liegen nur übereinander. Bunker! Den Feuerlöscher nehmen wir auch mit. Klo habe ich nichts gefunden. Und hier ist der White's. Was? Rachsüchtiger Mottenmann. Jo. Wir machen halt mega viel Schaden, aber er macht uns auch kaum Schaden. Also wenn du es so anschaust. Bam, bam, bam. Putz, 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 putz. Okay. Also er macht nicht viel Schaden, weil wir auch nicht an ihm. Aber mich hat es jetzt gewundert, dass die Robos den nicht angegriffen haben. Die hier. Die greifen ja normalerweise für alles an, die Protektoren und was weiß ich alles. Und hier ist der White Spring Bunker. Hier. Hi, hi. Der Gäste hat für uns oberste Priorität. Das ist ja schön. Ja, ja, sehe ich. Sturmgewehr. Schlagstock. Wo ist denn der Bunker? Der heutige Sicherheitsstab. Hallo, Aggressortron. Ist er da oben? Bitte ergreifen Sie entsprechende Maßnahmen. Okay, ich habe hier auf jeden Fall noch einige. Ja, der ist hier irgendwo oben. White Spring Bunker. Geschützturm. Hier ist auch noch so ziemlich viel aktiv und es funktioniert noch. Und wir haben hier Munition und Schrot und 10mm. Und hier ist die gefährlichen Materialien, die muss ich mitnehmen. Oh, der Loot-Drang kommt wieder durch. Da ist jetzt irgendwo hier der Whitespring-Bunker. Hier oben, oder? Voltec? Nicht Voltec? Ich bin enttäuscht. Anscheinend gar nichts machen. Ich bin schwer enttäuscht, Whitespring. Bin enttäuscht. Kein Voltec. Kein Wunder, dass da kein mehr gibt, von dem ihr alle Gude geworden seid. Sehr enttäuscht. Ja, Whitespring, du hast jetzt echt verloren. Enttäuscht, why? Ja, kein Voltec-Bunker! Heilige.
glaube, ich nehme es zurück. Ich muss ja sagen, was mir bei... was halt das Geile an einem Voltec-Bunker ist. Wenn du die Tür aufmachst. Wenn du dieses riesige Tor öffnest. Tür wird nicht aufgehen. Okay. Guck mal, aktuell also noch nicht rein. Wenn dieses Tor sich öffnet von dem Voltec-Bunker, egal ob du gerade rein oder raus gehst, es ist, also von dem Vault, es ist einfach immer wieder, finde ich, geil. Ich liebe es. Ich liebe es. So. Dann gucken wir mal hier. Also hier konnten wir jetzt nichts machen. Dann schaue ich mal, dass wir vielleicht trotzdem die 10 Golfer-Gule kriegen jetzt endlich mal. Die Mission haben wir auch schon seit Jahrhunderten offen. Hast du den Bunker noch nicht komplett freigeschaltet? Welchen Bunker? Den hier? Nee, noch nicht. Ich habe jetzt, ich habe das letzte Mal im... im Mitte Dezember sehr viel gespielt gehabt. Sehr, sehr, sehr viel. Ihr habt euch eine Stunde mit einer Zecke geprügelt. Aggressatron, beruhig dich. Beruhig dich. Ja. Und seitdem eigentlich kaum noch oder gar fast gar nicht mehr. Weil ich dann erstmal für mich eine kleine Pause von Fallout gebraucht hatte. Und ja. Was ist eigentlich das? Sollte das nicht ein Airdrop sein? Aber sollte so ein Airdrop nicht auch auf dem Boden liegen? Und nicht. Ich bin Houdini. Warte. Warte. Zack. Hier ist nichts. Hier ist gar nichts. Magic. Ich bin bekloppt. Das bin ich. So, hier sollen 10 Golfer-Ghule rumlungern. Ja gut, find die erstmal in dem Gebiet. Du bist ein Siedler. War das nicht auch irgendwo hier, wo Gronk und Pan damals Ding? Bugether? Ja. Aber ich muss dir ehrlich sagen, so ein Bug wie der hier macht das Spiel deswegen nicht kaputt. Du hast zwar einen und du schmunzelst ein bisschen drüber und lachst ein bisschen drüber, aber deswegen ist das Spiel nicht kaputt. Finde ich, es ist spielbar dadurch. Es gab schon viel schlimmere Spiele gehabt mit Bugs. Wenn ich denke, von dem Entwickler, wo ich ja einige Codes und alles bekommen habe und mit dem ich jetzt ein bisschen in Kontakt stehe, es sind Features. Die erste Mission, was ich da gesehen habe von dem Ding, war nicht spielbar. Wo ich damals den Code zum ersten Mal gekriegt habe, von Meeple Station, es war nicht spielbar. Da hat sich einer sein Häuschen hingebaut, aber es zeigt es mir nicht an. Auf der Karte. So, auf jeden Fall, da hat einer sich ein Häuschen gebaut. Wo ist der Eingang? Hier. Camp von Quake 91. Okay, der hat schon einige Skins und so Zeug. Auf jeden Fall. Das würde ich. Ruckel, ey. Würde ich mir nicht holen. Also so Skin-Zeug, da bin ich eh nicht der Fan von. Ich würde mir nie solche Skins an sich Geld für Skins ausgeben. Ich bin einfach kein Skin-Typ. So, wo sind denn diese ganzen Golfer-Ghule? Von da komme ich gerade. Wie idyllisch.